Herzlich willkommen zu den geistlichen Impulsen unseres Online-Adventskalenders. In diesem Jahr möchte ich mit Ihnen Gestalten des Advent betrachten. Heute am ersten Adventssonntag, dem Propheten Jesaja. Wenn wir die Lesungen im Gottesdienst in diesen Wochen betrachten, immer wieder begegnet uns der Prophet Jesaja. Und er verkündet: Verliert den Mut nicht, behaltet die Hoffnung, denn, so begründet er es, Gott hat sein Volk, Gott hat uns nicht vergessen. Seht, da ist unser Gott, so sagt er es, so ruft er es uns zu. Gott, der nach uns Menschen Sehnsucht hat. Ja, Gott hat Sehnsucht nach uns Menschen. Es gibt nicht nur die Sehnsucht des Menschen nach Gott, sondern Gott hat nach uns Sehnsucht. Und in dieser Sehnsucht kommt Gott uns Menschen entgegen, als Licht in der Finsternis, als Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit, als Orientierung in der Ratlosigkeit und auch als Vergebung in der Schuld. Jesaja weist auf diesen Gott hin. Er will uns Mut machen, er will uns Hoffnung geben. Er zeigt uns einen Weg auf, adventlich zu leben. Ich wünsche Ihnen im Advent diese Freude, die Freude an einen Gott, der nach Ihnen, der nach uns Sehnsucht hat.